Nach Tonis Abschied wieder Bundesliga-Alltag im Kölner Stadion. 13.000 Zuschauer, nasskaltes Wetter. Aber zwei Rotsünder waren wieder mit dabei. Zum einen Pierre Littbarski, der gerade 32 Jahre alt wurde. Er prüfte nach 30 Sekunden Oliver Kahn. Und dann hieß es auf Transparent Marit Otze. Ein inzwischen geflügeltes Wort in Köln. Und beim zweiten Eckstoß machte er es fast. Wäre da nicht Oliver Kahn sehr aufmerksam gewesen. Dazwischen lag dann beim KSC, der sehr ersatzgeschwächt antreten musste. Das sieht man daran, dass Fritz und Krieg, zwei Spieler, ihren ersten Bundesliga-Einsatz über 90 Minuten absolvierten. Ein langer Pass, ein schneller Antritt und es hieß 0:1 nach 23 Minuten durch Wolfgang Rolf. Eingeleitet hatte diesen Treffer Eberhard Karl mit einem 40-Meter-Pass. Kurz darauf gewinnt Lars Schmidt dieses Kopfballduell gegen Steinmann und dann der flotte Antritt von Wolfgang Rolf und da gab es für Bodo Ilgner nichts zu halten. Die überraschende Führung also für Karlsruhe. Und die Gäste setzten nach. Wieder Eberhard Karl. Wenn es nach vorne ging, dann überzeugte dieser Mann, das ist Mehmet Scholl, der die Kölner serienweise aussteigen ließ, dann steil nach vorne spielte und die Gunst der Stunde und der Sekunde nutzte Rainer Krieg. Bei seinem ersten Einsatz über 90 Minuten machte er sein erstes Bundesliga-Tor. Eingeleitet dieser Treffer von Mehmet Scholl. Grobe Unsicherheiten in der Kölner Abwehr und auch hier gab es für Ilgner nichts zu halten. Entsetzen bei den Zuschauern und auf der Bank, Sie sehen es, kaum Regung. Man war völlig konsterniert. Dann wieder Mehmet Scholl kurz vor der Pause. Hier stellt sich dem Steinmann in den Weg, aber Schiedsrichter Wolf-Günter Wiesel entschied auf Schwalbe. Meiner Meinung nach zu Unrecht. Es gab die gelbe Karte gegen den Karlsruher, der sicherlich ärgerlich war. Ebenso wie Kölns Trainer Jörg Berger, der unter einem gellenden Pfeifkonzert in die Kabine ging. Nach dem Wechsel kam dann dieser Mann nach langer, langer Verletzungspause. Ralf Sturm wieder im Sturmzentrum der Kölner. Eckball nach der Pause. Handspiel wird hier reklamiert. Das Spiel läuft weiter und Anders Gieske köpft den Ball zum Anschlusstreffer in die Maschen. Hier sehen wir das Handspiel von Eberhard Karl, das Wolf-Günter Wiesel nicht geahndet hatte. Dann geht es weiter mit Henry Fuchs und einem aufmerksamen Anders Gieske. Sein fünfter Saisontreffer. Dann Henrik Andersen, schöner Sololauf und da tanzt der Ball auf der Latte. Jetzt spielte der FC und jetzt kam Stimmung in die Bude, wieder Henry Fuchs und da setzt Schmarow nach. Unfair, wie die Zeitlupe eindeutig verdeutlicht. Und es gibt wieder mal eine gelbe Karte, diesmal gegen Schmarow. Insgesamt 5 gegen Karlsruhe. Von der Nummer 7 an aufwärts bis 11 auf Kölner Seite sahen Gieske und Greiner gelb. Dann dieser Freistoß. 9 Minuten nach dem Seitenwechsel. Sturm und wieder Anders Gieske. Der Ausgleich 2:2. Was für unterschiedliche Halbzeiten. Jetzt ein druckvoll aufspielender 1. FC Köln, der von seinen Fans dann auch gefeiert wurde. Aber wer dachte, die Karlsruher würden nun aufstecken, der sah sich getäuscht. Lars Schmidt war das und wenig später ist es Mehmet Scholl, der Bodo Ilgner vor große Probleme stellt. Und achten Sie auf den nun folgenden Eckball für Karlsruhe. Bogdan der Libero, aber der Ball ist zwar im Tor, aber der Treffer zählt nicht. Und die Zeitlupe, die wir Ihnen jetzt zeigen, verdeutlicht warum. Da wird Bodo Ilgner im 5-Meter-Raum angegriffen von Eberhard Karl. Richtige Entscheidung also von Wolf-Günter Wiesel. Wenig später dieser Freischuss und dann dieser tolle Kopfball von Burkhard Reich. Dieser Treffer aber zählt 2:3. Noch einmal Mehmet Scholl. Und dann schraubt er sich nach oben und nach vorn. Wieder Führung für Karlsruhe. Dann Wechsel. Hiegel kommt für Steinmann. Westerbeck und Trapp auf Karlsruher Seite. Und dann fliegen sie nach oben, die Köpfe der Kölner Stürmer, vorbei. Alfons Hiegel war das. Und dann noch 60 Sekunden. Noch einmal setzt der 1. FC Köln alles auf eine Karte. Einmal mehr Fuchs, dann Greiner und dann Otze und Hiegel. Sie fliegen vorbei. Das war die letzte Torchance und wohl auch das Ende aller UEFA-Cup-Träume für den 1. FC Köln. Der wenig später beendete der Schiedsrichter die Partie. Freude bei Karlsruhe und es war nicht die erste Jacke, die KSC-Trainer Winnie Schäfer nach einem Sieg in Köln in den Abendhimmel warf. Zurück zu Werner Zimmer.
Die Tabelle dokumentiert Scheitern. Der Herr Kollege hat gut reden. Wir haben zusammengesessen 3-4 Tage und das können wir machen, sollen wir das machen. Und das haben sie umgesetzt. Und sie waren wieder in der Verantwortung. Und das ist das, was ich von den Spielern verlange, dass sie die Verantwortung mit übernehmen und dann umsetzen. Ich will nicht nachher der große Macker sein, die Mannschaft hat das geschafft. Die Karlsruher personell erheblich geschwächt in Blau. 13.000 Zuschauer, Niveau niedrig, die erste Chance. Wolfgang Rolf, 0:1. Kölns Abwehr ganz einfach überwunden. Die Zeitlupe zeigt gleich, es war kein Abseits. Karl, dann das Kopfballduell, Lars Schmidt gegen Rico Steinmann. Und Wolfgang Rolf entwischt Pierre Littbarski und Falko Götz. Und der gute Rolf ist ja nicht gerade ein Sprinter. Aber was heißt das schon? Ein guter Profi ist der frühere Nationalspieler halt immer noch mit viel Übersicht und nach wie vor mit vorbildlichem Einsatz. Genau das ließ sich von den meisten Kölnern nicht behaupten. Hitzig ging's zuweilen hart, Karlsruhes zweite Chance. Scholl, Krieg, zwei Kölner verfehlen und wieder reiner Krieg. Wieder sah es ganz einfach aus. Schütze Krieg erstmals von Anfang an dabei, sein erstes Bundesligator. Vor ein paar Monaten stürmte er noch für den Landesligaverein Bernbach. Kölns Trainer erregt, das Publikum empört, es forderte Aufhören. Kommen wir in die Abteilung Schwalben. Heutiger Hauptdarsteller Mehmet Scholl, von dem Erich Rutemöller ja sagte, er gehöre nach Hollywood. Von Steinmann gefault oder nicht, wie immer schwer zu beantworten, doch seit dem Fall Wück haben die Flugakrobaten schlechte Karten bei den Schiedsrichtern. Wolf Günther Wiesel zückt jedenfalls gelb und mein lieber Scholli, er tat gut daran. Die bessere Perspektive plus Zeitlupe. Wir sehen gleich, der Abstand zwischen den Beinen von Scholl und Steinmann, er wirkt geradezu gewaltig. Jetzt. Doch Scholl hebt ab. Tatsächlich ein Riesentalent. Bleibt die Frage, wann Trainer, Präsidenten, Manager diesen Schauspielern beibringen, dass sie der ganzen Branche schaden. Wie auch immer, Halbzeit 0:2, Köln kläglich. Wir haben ein Dreivierteljahr fast aussichtslos. Fast aussichtslos beginnend uns das Ziel gesetzt, den UEFA-Cup-Platz noch zu holen. Und dann stehen wir relativ kurz davor. Ob wir es noch gepackt hätten, das hätten die anderen Spiele zeigen müssen. Und dann verkauft sich die Mannschaft 45 Minuten so lasch. Zweite Hälfte, Ecke Ordenewitz, Handspiel Karl, Aufregung bei Blauen und Weißen. Das Spiel geht weiter. 1:2 durch Anders Wieske. Wiederholung. Das klare Handspiel von Eberhard Karl da. Schiedsrichter Wiesel lässt weiterspielen und hat Glück, dass die benachteiligten Kölner Erfolg haben. Henry Fuchs und Anders Gieskes fünftes Saisontor. Alles wieder drin also, der FC in seiner besten Phase. Freistoß Littbarski. Ralf Sturm mit dem Kopf und wieder Gieske. Nie war er für Köln so wertvoll und irgendwie passt ins Bild. Ausgerechnet jetzt kehrt er zurück nach Norwegen. Seine Abwehrkollegen Götz und Hiegel sollen ja verkauft werden, weil der Verein dringend Geld braucht. Die Entscheidung. Freistoß Scholl, Kopfball Burkhard Reich, das Tor, das Kölns UEFA-Cup-Träume so gut wie zerstört hat. Abpfiff. Der Trainer flucht, wir haben es nicht verstanden, doch jeder weiß, was gemeint war. Keine Frage, den Kölnern droht graues Mittelmaß. Frage an den Kapitän. Bleibt er in Köln, auch wenn das internationale Geschäft verpasst wird? Ich freue mich festnageln wie den Andreas Möller. Und dann nächstes Jahr wird das Ding wieder ausgepackt. Das werde ich nicht sagen. Aber es sieht wohl zu 95% so aus, dass ich auch in Köln bleibe. Danke.